Leute, und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Frenbow! Oh. Ich bin viel zu euphorisch dafür, dass wir gerade an diesem dämmen Rätsel hängen. Ihr erinnert euch, in der letzten Folge sind wir hier ein bisschen weitergekommen. Wir haben die Aufgabe, die gelbe Tür nach draußen zu öffnen. Diese Tür hier. Aber sie ist verschlossen. Ja, sie ist verschlossen. Und das Problem ist, dass wir hier einen Code eingeben müssen und dessen Rätsel wir nicht knacken können. Vierstelliges Passwort. Ich habe es versucht zu verdrängen. Oh Mann. Okay. Wir lesen es jetzt nochmal ganz gründlich durch. Dr. Marcel. Alarm am Sicherheitssystemfeld in der Rezeption ausschalten. Das ist dieses Ding. Die gelbe Tür wird für 2 Minuten offen sein, dann ist sie wieder alarmgesichert. Alarmcode. 17. Dezember, 25. Juli. Okay. Gib mir kurz eine Sekunde. Ich gehe mal ein bisschen näher an den Bildschirm ran. Vielleicht kann ich erkennen, was da durchgestrichen ist. Ist das eine 14? Das könnte eine 14 sein. Und das da? 14:31? Ein Versuch ist es wert. Ich habe ja nichts zu verlieren. Okay. 31:14. Gucken uns das nochmal an. Ich möchte auch jetzt euch nicht zu lange damit aufhalten. Das heißt, falls wir jetzt nicht bald auf die Lösung kommen, werde ich das alleine versuchen und euch dann wahrscheinlich wieder zuschalten. Ich bin mir zu stolz, in Walkthrough nachzugucken. Also so verzweifelt bin ich noch nicht. Okay. 14. Dezember, 25. Juli. 25. Juli. Muss ich das irgendwie zusammenrechnen oder ich weiß es nicht? Gibt es denn keine anderen Hinweise da drauf? Alter Kaffee, keine Kekse, ich will nach Hause. Danke, Fran. Viele Aktenbücher, sie müssen eine Akte über jedes Kind haben. Darin steht sicherlich, dass alle verrückt sind. Ich will nicht länger hier sein, auf dem Sofa Zeit verschwenden und nachdenken, während mein abends kleines Kätzchen draußen friert. Ich habe keine Ahnung. Ich habe echt keine Ahnung. Okay, was haben wir sonst noch im Inventar? Einen Stift, den vergifteten Kuchen. Ist vielleicht hier irgendwas, was mir hilft? Okay, Leute, wir machen das jetzt so. Ich mach das. Ich guck mich noch überall um. Ich werde. Jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte, Mist. Also ich gucke mich auf jeden Fall nochmal überall um, ob ich irgendwo was übersehen habe. Ich gucke mir nochmal die Albtraumwelten an. Und falls ich dann wirklich nicht weiterkommen sollte, werde ich einen Walkthrough benutzen. Aber ich werde euch Bescheid sagen, falls ich wirklich einen Walkthrough zu Rate ziehen werde. Aber jetzt erstmal. Sehen wir uns gleich wieder und ich würde sagen, drückt mir die Daumen. Damit ihr versteht, was ich gemacht habe, ist, jetzt habe ich die Note natürlich nicht mehr. Ich habe die Zahlen zusammengerechnet. Also 17 und Dezember ist ja der 12. Monat, also 17 plus 12. Und bei Juli 25 plus 8, also Juli. Oh mein Gott, Alter. Das war jetzt ungefähr meine letzte Hoffnung, die ich hatte. Und wenn nicht, hätte ich dann echt verzweifelt. Oh Gott, lass uns endlich raus. Ich bin so happy gerade. Oh Gott. Oh, okay. Wissen die, dass wir jetzt wechseln? Ah, es ist laut.
Ich kann meine Pillen gar nicht. Du kleines Miststück, dafür wirst du bezahlen. Okay. Alter! Du cleveres kleines Mädchen, glaubst du, du kannst einfach gehen? Alter! Was ist das? Was? Das kann nicht sein. Nein! What the fuck? Ist das denn? Ich muss ins Labyrinth kommen. What the fuck war das denn? Hat diese Katze auf dem Stock mich gerettet? Warte, Katze auf dem Stock! Warte! Pass auf mich! Ah, oh, es ist laut! Ah, oh, das ist so laut! Warte, Katze auf dem Stock! Warte auf mich! Okay, der ist doch nicht tot. Ich dachte gerade schon, ey, der ist echt tot. Das wäre krass gewesen. Das wäre echt richtig krass gewesen. Oh, warte, Katze. Warte, nicht weglaufen. Oh, fuck. Ich habe gerade zu lange überlegt. Ich muss der Katze hinterher. Oh, nein, ich habe sie verloren. Fuck. Okay. Kriege ich hin. Kriege ich hin. Da oben. Nicht weglaufen, Katze. Da lang. Da lang. Los, 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 los. Das ist ein süßes kleines Minispiel. Das ist echt irgendwie cool. Katze, warte. Da lang? Da lang. Oh nein, das sind Gegner. Sind es Gegner? Ach, nein, nein, weiter hoch. Habe ich die Katze verloren? Fuck. Katze? Scheiße. Ich habe die Katze verloren. Nein! Okay, wir finden unseren Ausweg so oder so. Was ist das? Ja, da oben, ich habe sie gesehen. Nein, nein, geh weg. Nein, Fran, daran. So. Ich denke mal, dass ich diese Dinger nicht berühren darf. Ich schätze mal. Oh, fuck, ich bin voll falsch, kann das sein? Ja, ich bin voll falsch. Scheiße, ich muss auf die andere Seite irgendwie. Och, Mann. Ich bin gerade so happy, dass ich den Code geknackt habe. Okay, wir warten hier. Warten, bis dieser Schatten da weg ist. Und dann dashen wir davon. Wuhu! Katzenstock, warte. Katzenstock? Nein, ich meine Katze auf Stock. Katzenstock, klar. Warte auf mich. Stopp, stopp. Oh Gott. Und jetzt hier rein. Das sind hier so Pro-Taktiken, die wir hier machen. Ich bin gespannt, ob am Ende des Labyrinths echt Mr. Midnight auf uns wartet. Ist das der Ausgang? Woohoo! Wir haben es geschafft! Das war jetzt irgendwie cool. Am Ende des Labyrinths findest du die bösen Wesen der Nacht. Ja, vor denen sind wir gerade schon weggelaufen. Oh nein! Sie werden dich jagen. Sie werden lachen. Aber es wird immer eine gute Seite geben. Eine Katze voller Muttern und Schrauben. Katze auf Stock. Wird immer dein Lotse sein. Ja, das stimmt. Wir sind der Katze gerade schon hinterhergelaufen. Okay, wir haben unser Foto verloren. Unser Familienfoto. Schade. Aber Friends auf dem Bild eh creepy aus. Oh, Kapitel 2, Teil 1. Symptome der Neugier. Oh, wir haben das erste Kapitel geschafft. Geil. Okay. Wir sind jetzt also... oh mein Gott, das war knapp. Wo sind wir denn? Fran? Ach da, hallo Fran. Ah, wir haben es jetzt echt... ich hoffe, die Wachmänner finden den Kanal nicht. Oh, wir haben es endlich geschafft aus dem Asylum raus. Voll geil. Voll cool. Okay, zweites Kapitel. Oh, was ist das für ein Ort? Ich hoffe, ich finde Mr. Midnight schnell. Ja, hieß es nicht, Mr. Midnight wartet am Ende des Labyrinths? Jetzt sind wir am Ende des Labyrinths und er ist immer noch nicht da. Okay, gucken wir mal. Haha, mir ist gerade etwas Lustiges eingefallen. Ein alter Onkel hat mal versucht, darauf zu blasen. Haha.
Er pupste die ganze Zeit, weil es so schwer war, da reinzublasen. Okay. Das sind süße Geschichten, Fran. Ein hübsches Pferd. Dem König würde es gefallen, ja? Der König, der sich einfach nur mit einem Blatt Papier zufrieden gegeben hat. Stimmt. Aber ich gehe nicht zurück. Er muss alleine fliehen. Ich frage mich, ob sie nach mir suchen. Kann gut sein. Wir haben tatsächlich den Stift noch als einziges. Oh je. Okay. Gut. Oh nein, dein Arm fehlt. Zum Glück blutest du nicht. Ich habe es satt, dass die rote Milch aus jedem herausläuft. Wer wagt es, einen unschuldigen Teddy schutzlos zurückzulassen? Wir sollten ihn mitnehmen. Wir sollten ihn mitnehmen, damit er nicht mehr so alleine... Oh, oh Gott. Wow, ein Klavier. Es klingt alt. Alter, Fran. Ich kann damit spielen, aber ich kann nicht darauf spielen. Also, du kannst kein Klavier spielen, mal zu sagen. Ich frage mich, wer der Musiker ist am Ende der Welt. Hier am Ende der Welt. Ist hier was drin? Mr. Midnight, bist du da drin? Wohl nicht. Ich suche weiter. Okay. Okay, es wird... Oh, hier ist eine... Ich wollte gerade sagen... Nee, Trommel, ne? Da steht Jans und ich habe keine Ahnung, warum. Das ist die Marke. Vielleicht ist es nur ein Name, wie meiner oder Mr. Midnight. Vielleicht ein Musiker, der die Musik nicht mehr mochte. Das ist einfach hier so Sperrmüll abgestellt. Oh, ein Schuh. Ich kenne eine Geschichte. Jemanden mit roten Schuhen und einen Hund? Das klingt komisch. Ich mag alle Tiere. Hunde sind Tiere. Wie auch immer. Es ist ja nur ein Schuh. Ich sollte ihn hier lassen. Warum? Ich finde, so einen roten Schuh kann man immer brauchen. Ich kenne eine Geschichte. Jemanden mit roten Schuhen und einem Hund. Okay. Ich habe Angst. Wow, hier ist einfach so ein fucking Geist. Hallo. Oh Gott. Okay. Alter, ich hab mich erschreckt. Ich hätte nicht gedacht, dass der Geist weggeht. Also ich muss dem Geist anscheinend hinterher. Das ist so ein schwarzes Ding. Oh, fuck. Es ist gut, einen gemütlichen Ort zu haben, an dem man bleiben kann. Naja, wenn ich sehr müde bin, kann ich das benutzen. Ich denke, ich werde nicht schlafen, bis ich mein Kätzchen gefunden habe. Okay, gut. Wir gehen weiter. Ach, die Geräusche sind manchmal echt schlimm, vor allem, weil die Musik manchmal echt laut ist und die dir dann direkt ins Ohr atmen. Das ist echt furchtbar. Hallo, Baum. Hallo, Fran. Hallo, Baum. Hallo, Fran. Hallo, Baum. Okay, wir haben jetzt genug den Baum begrüßt. Oh, ich hasse es. Wow, das sind sehr seltsame Blätter. Das sind Gesichter. Die sehen etwas traurig aus und alt. Alte, traurige Gesichter. Vielleicht sind es gar keine Blätter. Sie sind zu weiß. Dann nimm mal den Schlüssel. Neugier ist verflucht. Verfluchte Neugier. Oh, ich mag es, neugierig zu sein. Wie soll man sonst etwas lernen? Okay. Aber was seid ihr? Ihr seid selbst irgendwie neugierig. Was ist die richtige Frage? Aber warum wäre angebrachter? Alter, das Gesicht sieht voll schippy aus. Ich habe keine Zeit zum Quatschen. Ich will nur den Schlüssel. Oh, das ist aber nicht unser Schlüssel. Und deiner sicher auch nicht. Es ist immer gut, einen Extraschlüssel zu haben. Besonders, wenn man etwas vorhat. Ist uns völlig egal. Die Zuneigung zu dir ist einfach nicht vorhanden. Zuneigung? Die wollen Zuneigung. Ihr seid... Sehr ehrlich, ich mag das. Ich bin ein Mensch. Fran, schön euch kennenzulernen. Interessant, erzähl uns mehr. Okay, ich erzähle ihnen einfach mal über mein Leben. I don't know, vielleicht kriege ich so Zuneigung zu den Gesichtsblättern, weiß ich nicht. Ich habe eine Katze. Naja, hatte. Er ist weg, ich muss ihn finden. Wirklich? Ja, wirklich. Gebt ihr mir jetzt bitte den Schlüssel? Sieh, Mensch, Fran, wir kamen aus dem Süden. Wir flogen, wie immer. Vögel? Und keiner von uns interessierte sich für den Schlüssel. Und alle von uns stecken hier fest. Und wegen unseres langen Haars kommen wir nicht frei. Ach, das da, das ist... Aha, okay, das sind einfach nur Haare. Ihr seid also auch neugierig. Kann ich euch helfen? Wir bleiben oft an Bäumen hängen, aber dafür haben wir etwas. Okay. Ein wunderschönen Kamm, um unser Haar zu kämmen, wenn wir festhängen. Gebt mir den Kamm und ich bringe das in Ordnung. Da gibt es ein Problem. Ein dreckiger Dieb stahl den Kamm. Jetzt hängen wir für immer fest. Okay. Wenn du
den Dieb, wenn du den Dieb und den Kampf findest, bekommst du den Schlüssel abgemacht? Okay. Ja, aber wie sieht der aus? Es ist eine Ratte, eine dreckige, narzisstische Ratte. Er nahm den Kamm, um hübsch zu werden. Wir konnten nicht viel tun, also rannte er mit dem Kamm fort. Bitte finde ihn und befreie uns von der Neugier. Ich gebe mein Bestes. Wir werden hier sein und warten. Okay, also, wir haben jetzt allen Ernstes die Aufgabe, eine Ratte zu finden, den Kamm zu holen und die Haare dieser komischen Gesichtsblätter zu kämmen. Fuck yeah, das Spiel wird immer geiler. Okay, wir sind nicht in der Albtraumwelt und da ist ein riesiger Käfer mit einem Stock, mit dem ich reden kann. Fuck that shit. Wow, das ist ein echt großes Insekt und es grunzt. Es hat doch so eine Schweinsnase. Oder ist es ein Schwein? Wie auch immer, es ist sehr komisch. Ja. Ich frag mich gar nicht mehr, was hier abgeht. Fran ist jetzt auch im richtigen Leben total bekloppt. Oh, wow, du bist wirklich eine große Ameise. Okay. Wer ist da? Niemand, tschüss. Gespräch beendet, Let's Play vorbei. Oh, entschuldige, bist du real? Ah, du fragst immer das Gleiche. Immer. Haben wir diese Ameise schon mal getroffen? Immer? Was meinst du mit immer? Natürlich bin ich real. Wo bist du hergekommen? Aus dem Abfluss da hinten. Oh, ich bin aus der Nervenklinik geflohen. Aber bitte verrate es niemandem. Ich verrate es nicht. Keine Angst. Aber was tust du hier? Meine Katze ist irgendwo da draußen und ich muss ihn finden. Eine Katze? Ja. Ja, eine schwarze Katze mit großen gelben Augen. Mr. Midnight. Oh, verstehe. Tut mir leid, Mädchen. Oh, du hast ihn also nicht gesehen? Es ist so, dass die Katze gefressen wurde, geklaut und runtergeschluckt. Was? Jemand hat Mr. Midnight gegessen? Nein. Das glaube ich nicht. Hat der Mörder Mr. Midnight gegessen? Das ist Goatface? Der Goatmörder? Nein, bitte nicht. Gefressen? Was meinst du damit? Die schwarze Katze, die auf mich zugerannt kam. Ich fange ihn. Ich gebe ihm mein Käferschwein. Käferschwein, okay. Mein Käferschwein ist hungrig. Oh, mein armes Käferschwein hat seit Tagen nichts gegessen. Das arme Käferschwein. Oh, guck mal, wie traurig Fran guckt. Oh nein. Die Blaubeerenzeit ist vorbei und wir haben sie alle gegessen. Ja, das ist euer Pech, wenn ihr euch die Blaubeeren nicht einteilen könnt. Aufhören, verstehst du nicht? Mr. Midnight ist alles, was ich habe. Oh nein, Fran, nicht weinen. Bitte sag mir, dass du nur Spaß machst. Oh, kleines Mädchen, nicht weinen. Ich kann für dich singen, wenn du magst. Wir wollen mal nicht böse zu der Ameise sein, sonst schlägt er mich noch mit dem Stöckchen. Was soll ich jetzt tun? Du weißt nicht, wie es sich anfühlt, alleine zu sein. Doch, ich weiß es. Ich bin der letzte Überlebende. Lass mich dir helfen, ja? Du hast ein Käferschwein, du bist nicht alleine. Also sei leise. Nein, nicht sterben, Fran. Es wird alles gut. Wie könntest du mir überhaupt helfen? Die Verdauung ist nicht so schnell. Vielleicht lebt er noch im Käferschwein. Du hast Mr. Midnight gegessen. Du hast mein Kätzchen gegessen! Ich will ihn aufschlitzen und Mr. Midnight rausholen. Ich will mein Kätzchen! Aber was sollen wir tun? Töte das Käferschwein. Es ist mein einziger Freund, aber ich brauche das Fleisch. Alter, also wenn du mit jedem deiner Freunde so umgehst, dann ist es kein Wunder, dass du alleine bist. Dein Käferschwein töten? Ich kann das, ja. Tu es. Du kannst das Käferschwein töten. Und ich, Antonio der Große, werde das Fleisch essen. Antonio der Große, hm? Kein Kommentar dazu. Okay, Käferschwein, stirb. Oh, du Schwein, hast du meine Katze gefressen? Stirb! Mr. Midnight, warte, stirb nicht! Ich hole dich da ganz bald raus. Okay. Hier ist nichts, dann gehen wir weiter. Was ist das? Ist das ein Vogel?
Was ist das? Achso, das ist ein Igel, ich dachte gerade. Hier, da ist eine Eule. Was für ein Vogel bist du? Das ist ein Uhu. Du siehst aus wie eine Eule. Bist du eine? Deine Federn sind wunderschön. Gibt es eigentlich einen Unterschied zwischen Eule und Uhu? Einfach so mal da nebenher gefragt. Ich weiß es nicht. Wow, die schlimme Axt. Ich werde Kriegerin. Ich werde eine Kriegerin und Retterin von irgendwas sein. Nice. Okay, dann gucken wir uns mal hier kurz um. Okay. Ein Brunnen. Eingang hier. Eingang hier, aber wie? Eingang heißt, man geht irgendwo rein. Also muss ich da rein. Okay, aber Eingang zu was? Ein Brunnen. Ich könnte versuchen, ihn zu öffnen, um reinzusehen. Ich kann es nicht bewegen. Es klemmt. War so klar. Ich kann das nicht mit meinen bloßen Händen aufbrechen. Okay, warte, dann nimm halt mal die Axt. Tschüss, Eule. Wer hätte das gedacht? Hier drin ist kein Loch. Alle meine Kräfte haben sich vereint, etwas Unnötiges zu tun. Es muss eine Bedeutung geben, sonst wäre das nicht hier. Ja, jetzt habe ich halt eine Feder. Eine Feder, kitzel, kitzel, die behalte ich. Ich mag sie. Wer hätte das gedacht? Hier drin ist kein Loch. Gut. Habe ich die Axt noch? Okay, dann gehen wir jetzt mal das Käferschwein töten. Fran, die Kriegerin und Mörderin von Käferschweinen. Benutze Axt mit Käfe. Wir benutzen es mit Käfeschwein. Okay. Geronimo! Stirb, Käferschwein! Geronimo, hinter dem Käferschwein her. Stirb, Käferschwein, stirb. Okay. Jetzt bleib doch mal stehen, Käferschwein. Oh, du Schwein. Nein, mach so. Jetzt nimm das Ding und mach so. Alter. Das Käferschwein ist nicht so einfach zu bekommen, aber wir kriegen das hin. Fick dich, Käferschwein! Okay. Aufwachen! Das Schwein hält nicht still. Ich dachte mir, dass ich jetzt mit dem Typen hier reden muss. Scheinbar hilft es nicht zu schreien und ihn zu drücken. Vielleicht sollte ich etwas Unauffälligeres probieren. Ach, sollte ich ihn mit der Feder kitzeln? Kitzel, kitzel? Tatsache. Ah, die Gefahr ist groß. Groß, das Böse ist im Busch. Hey, aufwachen. Ich glaube, dem Käferschwein gefällt es gar nicht, getötet zu werden. Oh, verstehe. Aber das ist total normal, oder? Also ich weiß nicht, mir würde es auch nicht gefallen, getötet werden zu wollen. Ja, aber was soll ich dann tun? Du musst ihm die besonderen Beeren geben, die Blaubeeren, hm? Es gibt keine Blaubeeren hier. Aber es gibt keine Beeren im Wald. Ich sollte dir das nicht sagen, aber ich habe die richtigen Verbindungen. Zum Blaubeeren-Schwarzmarkt? Sie leben in meinem Haus, sie haben Blaubeeren. Also, bist du ein Blaubeer-Mafiosi? Alter, ich tue hier mit Kriminellen zusammenarbeiten. Mein Haus ist in dieser Richtung. Sei vorsichtig. Oh, danke sehr. In welcher Richtung? Ach, da, okay. Okay. Hier ist nichts. Ist weiter, glaube ich. Gucken wir mal. Okay. Albtraummilch! Oh, Katze! Hey, Katze! Katze auf Stock. Brumm, beep, beep. Schau, Fran, ich bin in Gefahr. Finde mich lebendig, finde mich tot. Beep, beep. Finde mich eines Tages in einem goldenen Käfig. Brrr. Okay. Ist denn immer noch da? Okay, diese Roboterkatze ist scary. Ist das das Haus von der Ameise? Sieht nett aus. Ein winzig kleines Haus. Hallo, ich bin Fran. Das sieht lecker aus, soll ich? Vielleicht nicht. Nee, du solltest lieber keine irgendwelche Pilze essen. Da kommt kein Rauch aus dem Schornstein. Ein pilziges Rohr auf dem Dach. Warum hat er einen Pilz auf das Rohr getan? Vielleicht ist er verrückt. Alter, du redest mit einer übergroßen Ameise mit einem Stock. Was erwartest du? Hallo, ist jemand zu Hause? Sieht aus, als wäre eine Lampe an.
Aber ich sehe niemanden. Hallo? Das muss das Haus der Ameise sein. Sie scheint offen zu sein, aber sie klemmt. Die Macht der Zerstörung wird es niederreißen. Also auf Deutsch, benutzt deine Axt. Ach Gott. Oh nein, ich habe die Tür kaputt gemacht. Naja, jetzt komme ich rein. Ein Türgriff, um große Probleme in den Griff zu kriegen. Der sieht aus wie der Türgriff aus Alice im Wunderland. Findet ihr nicht? Also wenn hier noch so zwei Augen dran wären, dann wäre das der perfekte Griff. Oh Alter, ich rede zu viel. Oh Gott. Ich bin schon ganz heiser. Gute Nacht, Frau Mond. Gute Nacht, Fran. Wie geht es dir? Du bist sehr hübsch heute Nacht. Ich finde, du machst jede Nacht sehr gruselig, aber das ist schon okay. Ach, Fran ist so goldig. Sie ist so süß. Ich weiß, dass ich hier bestimmt in die Albtraumwelt muss, aber... In der Schüssel ist Wasser. Vielleicht ertränkt Herr Ameise gern kleine Monster da drin. What the fuck? Guckt euch mal den euphorischen Gesichtsausdruck von Fran gerade an. Das ist creepy. Oder ist es vielleicht nur eine sehr saubere Ameise? Hm. Jemand hat vergessen, die Bürste zu säubern. Das ist sehr gut an der Tür befestigt. Alte Menschen sind so lustig, sie tun unerwartete Dinge. Wie kommst du darauf, dass die Ameise alt ist, nur weil sie einen Stock hat? Ich sollte nichts von anderen nehmen, aber ich will Superkleber haben. Superkleber. Die Fleischkönigin. Wow, Ameisenkönigin, sowas habe ich noch nie gesehen. Herr Ameise muss sie lieben. Wie wohl Ameisenliebe abläuft, dreht sich wohl alles um Fleisch. Ich habe das Gefühl, dass das eher irgendwas Perverses ist. Ist es hier diese Ameisenversion von Playboy? Oh mein Gott, ich will das nicht zensieren müssen. Oh, jetzt habe ich wieder gegen das Mikrofon gehauen. Sorry. Was ist das? Unterhosen? Ich habe jetzt nicht gesehen, dass Herr Ameise irgendwie Schlüpper trägt. Sie riechen gut. Opa-Seife. Heißt das, dass die große Ameise nackt war? Ich sag gar nichts mehr dazu. Das ist komisch. Ich dachte, Ameisen kochen kein Essen. Andererseits bin ich verwirrt und er ist keine Ameise. Er ist ein Mann, der wie eine Ameise aussieht. Aber er muss eine sein. Ich bin verwirrt. Was für eine gemütliche kleine Lampe. Okay, hier hängt Fleisch. Selbst wenn ich das Fleisch mitnehmen wollte, ich komme nicht ran. Das Fleisch kommt nicht runter, ich muss hoch. Wenn Mr. Midnight hier wäre, würde er da hochklettern und rankommen. Okay. Easy. Es macht ihm schon nichts aus, wenn ich etwas Fleisch mitnehme. Ich habe Fleisch. Wozu? Ich habe schon ein Stück Fleisch. Ich fasse das nicht mehr an. Das ist doch nur Fleisch. Stell dich nicht so an. Ich wünschte, ich könnte mit meinem Kätzchen auf dem Bett schlafen. Aber ich glaube, unter der Decke sind ganz viele Wesen. Käfer und so, die mein Gehirn essen wollen. Fran, was ist los mit dir? Wir haben die Blaubeermafia gefunden, Leute. Wir haben sie gefunden. Ein Babykiefernzapfen. Haha, wie süß. Ich habe ihn umgekippt mit dem Babykiefernzapfen. Oh! Die Blaubeeren. Au, das tut weh. Okay. Wow, du bist sehr roh. Hey, du siehst böse aus. Okay. Also wir sind hier bei der Kiefernzapfen-Blaubeermafia. Gib mir mal das um. Okay, wir müssen hier irgendwas benutzen. Fleisch. Tu mir das Fleisch hier einfach rein. Ich weiß nicht, was ich damit tun soll. Kleber? Negativ. Türgriff? Nee. Muss ich was malen? Das klappt nicht. Axt? Ah, es macht mich echt wütend, wenn das nicht klappt. Frau Kiefernzapfen, was kochst du? Keine Angst, ich will nur ein paar Beeren. Frau Kiefernzapfen, was kochst du? Irgendwas mit Blaubeeren. Deine Familie ist sehr nett, Herr Kiefernzapfen. Aber du bist ein echt gruseliger Typ. Hm. Hier kommt deine Mami, um dich zu retten. Okay. Ich kann das Baby ganz oft umschmeißen, falle ich vom Stuhl, sei vorsichtig. Aber was mache ich denn? Muss ich vielleicht jetzt ganz schnell was benutzen? Ich glaube, ich muss ihn austricksen. Aber wie? Ja, das ist die Frage.
Ich mach mal das Baby runter. Muss ich vielleicht da Kleber reinmachen? Klappt nicht. Ah, wir sind schon wieder bei einem Rätsel angekommen. Nichts natürlich. Okay, erstmal Baby umschubsen. Fleisch. Muss ich jetzt irgendwas kombinieren? Vielleicht hier Fleisch mit Kleber? Nein. Fleisch mit Ding. Das ist schwer. Okay, Leute, wir sind mal wieder bei einem fucking Rätsel angekommen und ich bin total fucking verwirrt. Ich muss irgendwas mit dem Boden machen. Also, wir kippen erstmal das Baby um. Dann benutzen wir Kleber. Nee. Was bringt es mir, wenn ich die so anfasse? Der ist aggro. Ach Mann. Ich bin echt schlecht in Rätseln. Falls ihr das noch nicht gemerkt haben solltet. Ach Mann. Ew, was ist das denn? Ach, altes Spiel will mich voll verarschen. Ich nehme diese Tasche nicht. Nicht mit all den Ameisen drauf. Ich muss sie loswerden. Ich bin so neugierig, was wohl in der Tasche ist. Oh mein Gott, ein Kammerjäger und er ist tot. Oh. Entschuldigung, Sie haben tonnenweise Ameisen auf sich. Ich glaube, Sie versuchen, Ihre Tasche zu stehlen. Okay. Ein toter Kammerjäger. Was haben wir denn? Fleisch? Perfekt. Es hat geklappt. Jetzt ist es meine Tasche. Dann gucken wir mal rein. In der Tasche ist ein Antikäferzeichen. Hm, die Tasche ist offen. Die Tasche ist ein Antikäferabzeichen. Heißt es das irgendwie so, wie heißt das, wie heißt das jetzt? So Pestmittel, so Antikäfermittel. Kann ich das gegen die Kiefernzapfen benutzen? Hier so das Antikäferzeug. Oh, eine Rattenfalle und eine Art Karte. Achso, okay. Gucken wir mal. Kammerjäger. Der Text ist fast verschwunden. Darauf steht Kammerjäger, arme kleine Monster. Der Käfer sieht echt wütend aus. Der Text ist fast verschwunden. Alter, chill! Okay, muss ich da irgendwie was draufmalen? Das klappt nicht. Okay, jetzt habe ich hier eine Rattenfalle. Ich muss aufpassen, dass ich mich nicht einklemme. Okay, benutze die Rattenfalle hier. Jetzt wirft das Baby um. Jetzt haut die Mama mich. Böse Mama, okay? Ich hab dich. Tut mir leid, ich brauche die Beeren wirklich. Hä? What the fuck? Ach so, okay. Ich hab sie. Sie riechen lecker. Fuck yeah! Oh, jetzt haben die Tür zugemacht. Oh nein, sie haben die Tür verschlossen. Tut mir leid, Kiefernzapfen. Blaubeermafia. Aber bevor wir jetzt hier weitermachen und das Käferschwein töten, beenden wir die Folge hier für heute. Ich glaube, wir haben ziemlich guten Progress gemacht. Es tut mir leid, wenn ich immer so viel plappere und so viel vorlese, aber ich finde, das drückt die Stimmung ziemlich gut aus. Wenn ihr irgendwelche Kritikpunkte habt oder irgendwas zu sagen habt, sagt Bescheid. Wir sind offen für Kritik und alles. Falls es euch gefallen hat, sagt auch gerne Bescheid. Wir freuen uns auch über positive Sachen. Ja, okay, ohne weiteres verabschiede ich mich von euch, deutsche Sprache ist manchmal echt schwer. Wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn wir das Käferschwein töten. Ich bin gehypt, bis dahin, macht's gut, Küsschen, bye bye!